Guten Tag, ihr Helden, Wolf hier. Heute am 17. Mai erscheint Farpoint für die PS4, entweder als Einzelspiel oder im Bundle mit dem neuen Zielcontroller. Ja, den Zielcontroller haben wir euch ja bereits am Montag im Unboxing vorgestellt. In diesem Video soll es nun aber um das eigentliche Spiel dazu gehen. Was genau ist Farpoint? Wir haben alles Wissenswerte zu diesem ungewöhnlichen Spiel für euch zusammengetragen, damit ihr voll im Bilde seid. Legen wir mal los. Farpoint ist ein Science-Fiction-Shooter, in dem ihr auf einem einsamen Planeten strandet und nein, es ist nicht der Mars und ballert. Gegen fiese Spinnenviecher, brandgefährliche Juggernaut-Roboter und anderes Kruppzeug. Was den Titel so besonders macht, ist eben der neue Zielcontroller. Habt ihr das Ding in der Hand, fühlt ihr euch echt mittendrin im Geschehen. Ja klar, ihr braucht natürlich die PlayStation VR-Brille und die PlayStation-Kamera für das optimale Spielerlebnis. Aber ihr könnt Farpoint tatsächlich auch mit dem ganz normalen PS4-Pad spielen. In diesem Fall erfasst die Kamera das Licht eures Controllers. Also ich habe es mittlerweile durchgezockt und kann bestätigen, dass das Ballern mit dem Zielcontroller und der VR auf der Nase schon eindeutig der beste Weg ist, Farpoint zu zocken. Auf die Pad-Steuerung solltet ihr also nur im Notfall zurückgreifen. Weiter. Farpoint ist keine kleine App oder so, sondern ein vollwertiges Spiel. Die Entwickler geben die Spielzeit mit rund 6 Stunden an. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich die Zeit aber nochmal ein bisschen erhöhen kann, wenn ihr alle im Spiel versteckten Hologramme finden wollt. Außerdem kommen in der zweiten Spielhälfte schon ein paar knackigere Szenen, bei denen man vielleicht nicht gleich beim ersten Mal durchkommt. Habt ihr den Story-Modus beendet, könnt ihr im Herausforderungsmodus auf Highscore-Jagd gehen. Und es gibt einen Online-Koop-Modus. Darin spielt ihr in 4 kleinen Szenarien online mit einem Kumpel um die beste Punktzahl und könnt diese dann mit der Community vergleichen. Ich habe jetzt noch ein paar handfeste Tipps für euch, wie ihr das Maximale an Spielspaß aus Farpoint rauskitzelt. Natürlich werde ich Spoiler dabei so gut wie möglich vermeiden. Wichtiger Tipp Nummer 1: Ihr könnt Farpoint absolut im Sitzen spielen. Viele haben ja befürchtet, dass man die ganze Zeit vor dem Bildschirm stehen muss, zumal ja auch euer Avatar das ganze Spiel über aufrecht steht und geht. Aber wie schon bei Resident Evil 7 in VR, spricht absolut nichts dagegen, sich einfach bequem aufs Sofa zu hauen. Die Kamera müsst ihr in diesem Fall natürlich entsprechend ausrichten. Ja, und fertig ist die Laube. Im gesamten Spiel müsst ihr euch niemals mit eurem Körper ducken, springen oder ähnliche Aktivitäten verrichten, die im Sitzen eher schwierig sind. Wenn ihr also damit klarkommt, dass ihr in 3D lauft, während ihr tatsächlich sitzt, dann spricht da absolut nichts gegen. Wichtiger Tipp Nummer 2: Aktiviert die Drehung im Optionsmenü, um so nah wie möglich an die typische Shooter-Steuerung ranzukommen. So könnt ihr nämlich mit dem hinteren Analogstick am Zielcontroller den Oberkörper eurer Figur ausrichten, während ihr euch bewegt. Das ist gerade später im Spiel enorm wichtig, weil ihr da teilweise von allen Seiten beballert werdet und schnell immer wieder das Ziel ändern müsst. Ich habe die höchstmögliche Drehgeschwindigkeit eingestellt und kam damit super klar, aber das kann bei euch durchaus anders sein. Experimentiert ein bisschen, um die für euch besten Einstellungen zu finden. Meine letzte Empfehlung: Nehmt euch ein bisschen Zeit, mit dem Zielcontroller vertraut zu werden und seine Feinheiten zu lernen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht mehr so richtig akkurat trefft, justiert sicherheitshalber lieber euer VR-System nach. Wie gerade gesagt, wird es gegen Ende des Spiels hin durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Da müsst ihr dann schon mal recht präzise schießen. Und zum guten Schluss wagen wir noch einen schnellen Blick in die Zukunft, denn es sind jetzt schon weitere Spiele angekündigt, die den Zielcontroller unterstützen werden. Etwa ROM Extraction, Dig Wild oder Arizona Sunshine im Juni, auf das ich mich besonders freue, weil Zombies wegballern. Auf diese Dinger haben wir künftig mal ein Auge. Ja, jetzt wisst ihr eigentlich alles über Farpoint, ohne zu viel zu wissen, hoffe ich. Ich wünsche euch recht viel Spaß mit dem Ding, lasst uns ein Like da und ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.